Wir sind jetzt so overpowered einfach mit unseren geilen Schwertern und so. Und mit unserem sowieso total krassen Team. Wo ist hier noch ein Gegner? Hier war doch noch... War hier keiner mehr? Nö. Ich will aufleveln. Also so geht das nicht. Wir machen das jetzt so lange, bis wir auch alle ein Level erreichen. Oder einer von uns ein Level erreicht. Zum Beispiel ich. Und dann ist erst Ende. So. Das Let's Play einfach künstlich in die Länge ziehen. Aber zum Glück nur einfach so ein Kampf. Und keiner, der irgendwas bedeutet. Insofern ist es ja auch egal. Noch mehr hier? Ah! Da lag noch was rum. Ich habe Level übrigens. Und zwar eine Goldschuppe. Die können wir sicher für Rüstungen verwenden, denke ich zumindest. Und nochmal. Da muss doch noch ein bisschen mehr aufgelevelt werden. Rabenfeder. Und jetzt bringen die aber weniger XP, kann es sein. Aber noch ziemlich viel Gold. Also insofern kann ich mich nicht beschweren. Und wieder ist er weg. Und jetzt müssen wir noch ein Level bei Kalista machen. Das muss sein. Einfach aus... keine Ahnung was. Ehre. Starker Feind. Wow. Wo ist hier ein starker Feind, wenn ich fragen darf? War hier jetzt ein starker Feind dabei? Ich hab's gar nicht gemerkt. Noch mehr? Wollen wir das nochmal machen? Ach komm, jetzt sind zwei noch da, die noch aufgelevelt werden können. Ja klar. Gibt's irgendwas? Ach ja. Und Jurik ist auch Level hoch. Und jetzt noch Degren. Das schaffen wir noch. Und ich meine, wir kriegen ja Knete und so dafür en masse. Also... insofern einfach mal geil. Ich finde das cool mit den Beschwörungskreisen. Wirklich, nach wie vor. Einmal so Gegner zu bekommen, ist schon toll. Und damit ist Degren auch hoch. Okay, damit haben wir hier nichts mehr verloren. So. Gut. Und Sachen einsammeln. Ich habe es nicht gelesen, was da war. Es war mir jetzt auch gerade eigentlich relativ schnurzpiep. Und 1141. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, was wir denn so an Waffen neu haben. Mal kurz gucken. So. Blutklinge. Blutklinge zweimal. Ah ja, okay. Blutmond. Blutklinge ist... hat 455. Okay. 2x455 ist ja schon mal sehr geil. Also die Klinge hat nicht 455, die hat keine Ahnung wie viel. Das könnte man eigentlich mal woanders nachgucken. Ich guck mal kurz woanders nach. Da sieht man das besser, wie viel die hat. Inventar. Waffen. Da. Die hat... kein... hä, ich möchte doch... kann ich hier nicht genauer angucken? Nee, kann ich nicht. Egal. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf zum nächsten Krams. Oder soll ich nochmal vorher speichern? Ich speichere nochmal vorher. Einfach, weil wir so viel geschafft haben. Und das will man ja nicht verschenken. Jo. So. Und schön. Überschrieben und so weiter. Und eine Tür. Zum Öffnen. Ich erwarte einen Endgegner bei so einer Tür. Ist euch schon klar, liebe Spielefabrikanten? Welcome to my base. Zangarak, he's alone. So. Ja, wie gesagt, Endgegner. This shall be your opponent. Running away. Zangarak, King of the Garak, flee. Only a human could believe something so ridiculous. We've practically taken your base. Why not just admit we've beaten you? Zael, I'll go after Zangarak. You hold the fort. Ja, toll.
Ich mach den Wandsprung. Na bitte, hey, wo ist er? Okay. We need to throw everything we have once it's slow. Use the bombs to stop it. There is no other way. Use the bombs to stop it. There is no other way. Ach, ist da keiner? Kein anderer Weg? Ich könnte jetzt einfach mal so machen. There is no other way. Zum Beispiel. Ja, wo bist du? Also man muss ziemlich lange gegenrennen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich werde es gleich mal probieren. Aber erst nachdem ich das hier gemacht oder auch nicht gemacht habe. Mann, das war jetzt gerade so knapp. Wo ist er? Du hast es schon so oft gesagt, aber ich krieg die Bomben nicht im richtigen Moment geworfen. Wo ist er denn? Ja, ist schon klar. Hä? Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen, bitte sehr? Kann man mir das mal sagen? Wow. Der war krass. Aber wir haben schon richtig krasse Leben reingehauen. Hey, lass den Kack. Ja, okay. Na toll, ich habe ihn noch getroffen beinahe. Na toll. Ja, geil, ist schon klar, ist schon klar, ist schon klar. Nein, das hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Außer die Barriere natürlich, die ich gerne mag. Ja, ist schon egal. Wo sind sie? Wo sind die Gegner? Ich möchte sie gerne mit einem gewaltigen Hieb von oben zerschmettern. In der Luft. In der Luft zerreißen förmlich. Na toll, hat ja voll was gebracht gerade eben. Und nochmal das gleiche. Da hinten ist er. Irgendwo. Hat der's? Okay. Durchgerollt. Hey, geil. Da so ungefähr müsste es doch gewesen sein. Scheiße, jetzt rennt er die ganze... Ja, ist schon klar. Ja, ist schon klar. Na toll, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber es hätte ja was werden können. Ich erstmal die Sachen einsammeln, ist ganz klar. Das ist das Wichtigste. Der Endgegner ist hier irgendwie ein Witz, wenn ich das so sagen darf.
this. Hey! Jurik. Ja, klar. Na toll. Nein. Nicht mein Schnucki. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Er müsste hier so stehen bleiben irgendwo. Ja, ist ja schon in Ordnung. Ja, voll in die Fresse einfach. Der hat doch kein Leben mehr. Hast du überhaupt noch Leben? Du hast doch kein Leben mehr. Du darfst doch eigentlich gar nicht mehr angreifen. So, war das jetzt so schwer? Einfach zu sterben, das geht doch ganz leicht. Einfach, die Klinge in den Hals rammen und dann geht das schon. Siehst aber eigentlich ganz süß aus, wenn ich das so sagen darf. Da war es um ihn geschehen. Schicksals ergeben, leckte er sich an der Pfote und starb an seinem eigenen Gestank. So, okay, wo geht's weiter? Toller Thron übrigens. Ist gar nicht übertrieben oder so oder vollkommen unnütz, deswegen, weil diese Halle einfach hässlich ist. Und wieso stellt man in einer Thronhalle Bomben auf? Naja, wer es braucht. Degrin ist garantiert in Schwierigkeiten. So wie ich den kenne, der wird... Ja, siehst du? Oh, Zael, is that you? Oh, sorry, he got away. What the hell are you doing running off on your own? I've got to look cool sometimes. Master Dagrin, where did Zangarak go? I'm sorry, General. I don't know. I see. Well... At least you're safe. General! The surviving enemies are retreating to the west! You let them escape? Zotherius, the Gorak have things they want to protect. You must understand that. But... All troops, prepare to return to the fleet. Yes, General! Wie großzügig von ihm! That goes for you too. Yeah, auf nach Lazarus! Ich freue mich! Woo! Episch! Und ich mag die Cinematics. The party fled the battered Gorak base and boarded General Astar's ship, which would take them back to Lazarus Island. Ich mag die Cinematics, wollte ich sagen. Die sind wirklich schön immer. Auch wenn sie kurz sind, aber sie freuen mich jedes Mal wieder. Vor allem hatte ich noch nie ein Spiel mit so vielen Cinematics. Wie man gerade gesehen hat. Kapitel 17. Astars Schlachtschiff. Da-da-da-dum. Huh? Where's Lisa? She was with us until we came aboard. Probably wants to be alone. Zael, the General. He was calling Lisa. Well, he was calling her Lady Callista. Ah. Sorry we couldn't tell you sooner. The thing is... Ach, er wusste davon, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, wir wüssten's nur. Oh, I see. But that wasn't something you needed to hide from us. Now you mention it, it makes sense. Still quite a shock, though.